Hallo und willkommen zum Let's View des Thomas Action Figure Digest 163 aus dem Jahre 2008. Der Tomat ist ein amerikanisches Toy-Magazin, was zum größten Teil über zur derzeit aktuellen Toys berichtete und auch ein bisschen Retro. Und da blättern wir einfach mal durch und schauen uns einfach mal die ganzen, ja, damals aktuellen Figuren an. Aktuell könnt ihr sehen, Toy Fair 2008 ist angekündigt. Die Toy Fair ist eine, ja, Convention, eine Messe, und die haben immer viel Neuheiten präsentiert. Ja, Dark Knight war aktuell, der Joker und Indiana Jones von Sideshow Collectible, eine sondergroße Figur, die schon sehr detailliert ist, weil sie nicht nur, ja, aus Plastik oder aus Riesen gemacht ist, sondern auch eben halt mit echtem Stoff und echtem Leder, um, ja, die Kleidung zu ergänzen oder zu zeigen. Also richtig hochwertig aufgemacht. So, den blättern wir jetzt mal durch. Hier haben wir eine Werbung. Snake Eyes vs. Storm Shadow von G.I. Joe. Und die Inhaltsangabe mit ein paar Bilderchen. Und hier könnt ihr auch sehen, haben wir hier den Balrog von Herr der Ringe. Zombies. Und ja, Prinzessin Leia als Sklavinnen Outfit zusammen mit Jabba. Dann noch ein paar Büsten von Star Wars. Also echt nicht schlecht. So, hier haben wir von ElfQuest, von dem Comic, Figuren oder Büsten. Informationen so allgemein so ein bisschen. Ein paar News. Da Metzko-Figuren und Dolls. Dachte mir jetzt nichts, sind in Deutschland auch nie erschienen. Und dann sehen wir schon Transformers und G.I. Joe. G.I. Joe, auch so ein paar, ja, klassische Designfiguren, so sind die 1985 erschienen, und ein bisschen neuere Versionen von den alten Cartoon-Figuren oder auch Fahrzeuge. Transformers ähnlich, verschiedene Sachen, das sind mehr so eine Action Master, so eine einfache Wandlungsfiguren wie für Kinder. Hier haben wir so ein bisschen gagartig ein Handy, eine Spielkonsole oder ein Handheld-Spielzeug, eine Fotokamera, die sich in Transformers verwandelt. Und so kleine Spielsets haben wir hier zu den Kinofilmen. Das sind teilweise die normalen Fahrzeuge oder Figuren gewesen, die auch einzeln zu kaufen waren, aber jetzt zusammen mit ein paar menschlichen Figuren. Nicht schlecht. Und eben halt bespricht Szenen aus dem Transformers-Kinofilm wieder. Im ersten. Halo-Figuren, auch sehr, sehr schön gemacht. Und auch Gegner von McFarlane Toys, kann man ja echt sagen, großartig. McFarlane Toys hat auch gern Sport gemacht, Football, dazu kann ich nicht viel sagen. Ich bin da überhaupt nicht drin, aber es ist alles nach lebenden, echten Spielern gemacht, die, ja, damals zu der Zeit aktuell waren. Hier sehe ich, Howie Long ist der Einzige, ich weiß nicht mal, wer von denen das ist, den ich kenne, weil er auch als Schauspieler in Operation Broken Arrow zum Beispiel zu sehen war. McFarlanes Spawn-Figuren, auch sehr detailliert. Und jetzt haben wir von Diamond Selection-Figuren. Hier sehe ich Back to the Future-Figuren, so ein bisschen, na, Lego-Style angehauchte Brick-Figuren. Star Trek, hier eine wunderbare Figur von Soundwave und Red Bad. Die Figur habe ich, eine sehr, sehr schöne Figur, kann man echt nicht anders sagen. Und hier wird über die Entstehung von Thundercats etwas gezeigt. Ist das nicht toll? Thundercats? Zeichnungen zu den Figuren, Artworks, die auch für den Katalog waren, beziehungsweise vielleicht auch für die Boxen. Schauen wir uns einfach mal an. Hier sehen wir auch Cartoons, Bilder, wie sie umgesetzt wurden, dann als Figur. Richtig schön detailliert geplant. Also es lohnt sich wirklich. Auch hier die verschiedenen Figuren, so Eigenarten, Teile. Ein Fahrzeug hier von einem. Hier liegen wir auch den Lunar Lasher, auch hier eine geile Zeichnung. Wie er bei der Figur aussieht, dann später auch teilweise in Prototypen. Ja, das war's auch schon. Jetzt kommen wir Batman Dark Knight. Mit Bruce Waynes Auto, auf was sich ein bisschen verwandelt, und so Spielsets. Ist halt auch gedacht zum Spielen, nicht nur zum Hinstellen. Und hier haben wir auch noch weitere Batman-Figuren und Fahrzeuge, die ja im Film nie vorgekommen sind, aber die Toyline halt erweitert haben. So ein bisschen in dem Stil, in dem Design, wie das im Film hätte sein können.
Ihr seht, es gibt viele Batmans und wenig Gegner eigentlich, mit dem Joker so einer wenigen. Indiana Jones, auch hier mit viel Zubehör, die Figur sieht richtig gut gelungen aus. Auch richtig edel. Ja, hier Blade vs. Dracula. Red Skull. Reservoir Dogs Figuren, auch sehr, sehr schön, sehr detailliert. Star Wars. Auch Harry Potter. Von Necker Aliens. Dann auch ein paar Horrorfiguren. Michael Myers aus dem einen Film, The Crow. Hier auch Captain Spaulding from House of the Thousand Corpses. Ja, Zorro. Hier haben wir auch nochmal Necker-Figuren von Gears of War, auch sehr geil gewungen. Oder auch Figuren. Hier sehen wir einen Dante von Devil May Cry. Predator. Dann haben wir zwei Figuren aus dem Film Labyrinth. Wrestling-Figuren dürfen auch mal nicht fehlen. Rocky Johnson, der Vater von Dwayne The Rock Johnson. Also hier mal richtige Klassiker. Jay McMahon. Gut, der ist kein Klassiker. Und Triple H, das ist aber noch ein Jungjahr, da hat er noch Haare. Und das ist ja der Sohn von Vince McMahon. Eddie Guerrero, Repo Man. Auch so ein paar ältere, aber neuere hier. The Rock mit seiner Geste. Wie gesagt, Vater, Sohn. Hier rechts. Cool. Absolut cool. Hier haben wir auch noch John Cena, Randy Orton, Triple H nochmal ein bisschen größer, Rey Mysterio. Ach ja, auch Klassiker wie Stone Cold Steve Austin, Shawn Michaels. Alle kann ich jetzt nicht nennen, aber ich kenne sie zwar völlig, aber ich kann sie jetzt nicht alle zuordnen. Gemacht. Ja, und Lego Star Wars darf auch nicht fehlen. Das sind noch so ein bisschen früh die Figuren. Auch hier noch unterschiedliches Farbdesign sehe ich gerade von dem Körper. Und sind ja auch immer besser geworden. Das sind noch sehr, sehr frühe Star Wars Figuren. Heute sind die noch wesentlich besser geworden. Es gibt auch teilweise Upgrades, wenn die mal wieder neu aufgelegt wurden. Hier haben wir Lego Indiana Jones. Das ist auch mal rausgekommen. Auch richtig geil. Bei mir im Regal steht immer noch Indy und sein Vater. Ich finde, das ist so eine geniale Version. Auch den Tempel habe ich mir gekauft. Das habe ich. Jocks Flugzeug müsste ich auch haben und auch den Wagen. Aber ich habe nicht alle. Ich glaube, ich habe diese alle, die ihr jetzt hier seht. Aber es sind auch noch zu Kristallschädelfiguren rausgekommen. Und die habe ich mir nicht gekauft. Auch ein Flugzeug gibt es, ein größeres, glaube ich, aus dem ersten Film noch. Das habe ich auch mir nicht zugelegt. Speed Racer. Auch ein Film, der damals von den Wachowskis in die Kinos gebracht wurde. Eine Verfilmung eines Mangas. Sehr, sehr gelungen. Aber oder unterhaltsam halt, ne? Auch weitere Fahrzeuge. Ist halt Spielsets. Kung Fu Panda. Zwei DC-Figuren. Eon Kids sagt mir so gar nichts. Aber gut geworden. Ages of Action. Ja. Samurai, Ninja, Ritter. Werbung für Nachbestellen des Tomats. Hasbro Marvel-Figuren in verschiedenen Arten, groß oder auch in diesen ja, kindlichen Styles. Und Heroes-Figuren zur Serie. Auch richtig gut gelungen. Ja, das war's auch schon. Hier haben wir noch zwei Figuren vom Joker und von Harley Quinn. So ein bisschen im Barbie-Puppen-Style da von Toner. Auch nicht schlecht. Ja, das war der Let's View des Thomas 163 aus dem Jahre 2008. Wenn das euch gefallen hat, ich freue mich über ein Like, aber auch über Kommentare. Sagt mir, was ihr davon gut fandet. Und ja, wir hören uns, sehen uns beim nächsten Mal.